Hallo ihr Schönen, es ist ganz spät in der Nacht und es ist ein bisschen ein unspektakulärer Ort, in dem ich sitze, der eigentlich gar nicht so unspektakulär ist, wie er aussieht. Und zwar ist es einfach eine weiße Wand und ein Tisch und ein kleiner Globus, aber das ist der Ort, an dem ich gerade mein Buch schreibe. Hier liegt auch meine Tastatur, den Computer habe ich gerade weggeräumt und von hier aus kann ich das Fenster sehen, was jetzt auch nicht so spektakulär aussieht, aber davon, das ist die Terrassentür zu dem Ausblick, wo ich von dem letzten Video, was ich euch aufgenommen habe. Und es ist so wunderschön, wenn ich hier schreibe und rausgucke und ich sehe so die grünen Berge und höre den Esel schreien und im Hintergrund sehe ich das Meer. Und ich bin sehr beschenkt. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und jetzt sieht man ja gar nichts draußen, vor allem wenn man die Lichter anhat. Aber ich bin aufgewacht und mein ganzes Zimmer war ganz blau-orange, mystisch in ein Licht getunkt und ich bin auf den Balkon rausgegangen und habe ein Foto gemacht. Das müsst ihr euch mal angucken. Das ist auf meinem Instagram oder auf meinem Facebook. Da poste ich ja jeden Tag ein Bild. Also wenn euch das generell interessiert, wie das hier aussieht und ihr mich nicht immer nur reglos vor dieser Kamera sitzen sehen wollt, sondern irgendwie gucken wollt, was ich da eigentlich mache und ob das auch alles wirklich so ist und so, könnt ihr dann da gerne gucken. Da habe ich ein Foto gemacht und das habe ich gedacht, ich hätte das geträumt, weil das so schön war. Also ich bin dann wieder direkt schlafen gegangen. Es muss irgendwie 5:30 Uhr, 6 Uhr gewesen sein. Das ist gar nicht meine Zeit. Habe ich sofort wieder hingelegt und als ich dann aufgewacht bin, so gegen 10, habe ich gedacht, so irgendwie habe ich geträumt, dass mein Zimmer ganz mystisch war und ich auf dem Balkon stand und das alles in mich aufgesaugt habe. Und dann habe ich in mein Handy geguckt und habe gesehen, dass es tatsächlich so war und dass ich ein Foto davon gemacht habe. Und das ist so schön. Der Himmel ist so am Horizont rot, ein richtig dicker Streifen rot-orange. Und von oben sackt so ein schweres Blau runter. Und ganz oben rechts in der Ecke sieht man den Mond. Mal gucken, ist hier sowieso alles spiegelverkehrt, ist ganz komisch. Aber der Mond, der ist halt nicht so. Moment. So ist der, glaube ich. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht. So ist der, glaube ich, in Deutschland, ne? Und der hier ist irgendwie so, weil es ist halt ein anderer Ort auf der Erde. Und ich habe gehört, dass in Indien, dass der Mond, oh Gott, so ausschaut. Also so komplett wie eine Schaukel. Und hier ist er halt auf dem Weg dahin. Und auf der türkischen Flagge, der Mond, sieht man ja auch, dass der auch ein bisschen anders aussieht als bei uns. Mega schön. Es ist so wunderschön, wo ich hier bin. Ich habe heute einen Spaziergang gemacht zu einem Ort, da muss ich euch mit hinnehmen. Und zwar ist es ein Weg, der irgendwann aufhört. Und es wird so ein Trampelpfad und es wird so ein totaler Dschungel und man muss sich da total durchkämpfen. Und man denkt, man ist total falsch. Und irgendwann wird dieser Trampelpfad, der total zugewachsen ist, wird immer mehr, da kommen immer mehr kleine Steine drauf und er wird immer breiter, bis er irgendwann ein richtiger Weg ist. Erst wird er so ein total durchwuchertes Kopfsteinpflaster und irgendwann ist es ein richtig kleiner Weg. Und dann kommt man zu einer Straße, die verlassen ist, auf der rechts und links alte, zerfallene Villen stehen, wo irgendwie die Palmen rauswachsen und das Moos drauf wächst und irgendwie die Treppen eingestürzt sind und die Fensterläden hängen runter. Und es ist so ein magischer Ort. Und ich dachte, oh, ich muss hier sofort als allererstes am nächsten Tag muss ich hier sofort hin und ein Video machen und ein Foto machen und ich will unbedingt dort auch ein Musikvideo aufnehmen. Das ist so ein toller Ort, das muss ich euch unbedingt zeigen. Ja, es gibt ganz, ganz, ganz viel zu sehen hier. Ich habe heute meine erste Orange hier vom Baum gegessen und sie war gut. Und der ganze Orangenbaum, ich bin der Einzige, der von ihm isst. Er muss leer gegessen werden und es gibt eine Saftmaschine hier. Und ich bin bereit für jeden Morgen frisch gepressten Orangensaft. Ich bin bereit dafür. Jetzt ist gerade die Hauptwachszeit von Orangensaft.
Ich habe mir drei Fragen ausgesucht von euch, die alle ein kleines bisschen zueinander passen. Und zwar geht es so ums Musikerleben, Musik und Auftritte und sowas. Genau, die allererste Frage ist, kommst du auch mal nach Würzburg oder Salzburg oder was gibt's noch mit Burg? Oder sonst wohin? Kommst du auch mal, wann kommst du mal nach da und dahin? Diese Frage kriege ich ganz, ganz, ganz oft, bestimmt fünfmal am Tag. Schreibt mir irgendjemand, wann kommst du denn nach so und so? Und oft sind das Orte, von denen ich noch nie gehört habe. Aber das macht gar nichts, denn ich komme dann dahin, wenn ich dort ein Konzert habe. Und wenn ihr zum Beispiel an einem Ort wohnt, wo ihr denkt, oh, ich hätte es so gerne, dass wir hier mal ein cooles Konzert hätten, dann könnt ihr ein kleines bisschen nachhelfen. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel den perfekten Ort kennt, wo ich unbedingt spielen muss oder wo ihr euch das mega gut vorstellen könnt, dass ich spiele. Also bitte jetzt keine Bar oder sowas, wo Leute voll laut Bier trinken und quatschen, sondern was kleines Heimliches, ein Yoga-Studio oder eine Kleinkunstbühne, ein kleines Mini-Theater, ein Kulturverein, irgendwas, wo die Menschen wirklich Musik würdigen und zuhören, dann könnt ihr dort sehr, sehr gerne den Kontakt herstellen oder denen meinen Namen sagen oder mir das sagen. Genau. Und je mehr ihr irgendwie da so, mein Onkel macht das Programm fürs Kulturbüro in so und so, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da hinkomme. Denn wenn ich ein Konzert habe, werde ich auf jeden Fall mit dem Schneckenhaus und der Mühle anrücken und würde mich dann natürlich auch total freuen, euch kennenzulernen. Also genau, das ist ganz einfach. Und wenn es irgendein cooles Festival gibt oder sowas, wo ihr meint, da muss ich auch unbedingt spielen oder sowas, dann könnt ihr einfach ein kleines bisschen nachhelfen. Genau, also ich komme immer dann irgendwo hin, wenn ich Konzert habe. Und im Moment, wie gesagt, es ist Winter, das Booking fängt jetzt so langsam erst so an für mich. Ich fange jetzt an, das nächste Jahr zu planen. Noch ist alles sehr, sehr frei und da ist noch ganz viel Raum für alle möglichen Würzburger und so weiter. Und da könnt ihr mir ja gerne schreiben oder genau, am besten, am meisten würde es mir helfen, wenn ihr tatsächlich jemanden kennt. Aber, und dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, allerdings auf Englisch, das kann ich mal unten drunter verlinken. Ich verlinke das hier unten drunter. Gebe ich auch Wohnzimmerkonzerte. Und zwar könnt ihr so ein Wohnzimmerkonzert bekommen, dann komme ich zu euch. Wenn ihr einen Raum habt oder kennt oder benutzen könnt, der groß genug ist für so um die 30 Menschen. Und genau, da gibt es dann ganz verschiedene Möglichkeiten. Also entweder es ist privat und ihr ladet eure liebsten Freunde ein oder es ist öffentlich und dann mache ich das auch öffentlich und dann kommen lauter coole Regenwurmretter aus der Ecke und kommen dahin und ihr lernt ganz viele Leute, neue Leute kennen. Und genau, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch mit dem Eintritt, wie man das dann macht und so. Ja, dazu werde ich mal das Video darunter verlinken. Dann wisst ihr genau, wie das funktioniert. Ja, und Wohnzimmerkonzerte spiele ich am allerliebsten. Das ist nämlich was ganz, ganz, ganz besonders Magisches. Und ich liebe es, an Orten zu spielen, an denen keine Bühne vorgesehen ist. Ich bringe halt mein ganzes Equipment selber mit. Ich spiele halt, also ich, genau, wer noch nicht auf einem Konzert von mir war, ich spiele ja Geige und singe und spiele Kalimba. Und zwischen den Liedern, da erzähle ich Geschichten, die zu den Liedern gehören und erzähle Erlebnisse und also was zu dem Lied geführt hat. Die kleine Mühe kommt auch mit, die schläft immer auf der Bühne, in meinem Geigenkoffer oder auf ihrem kleinen Fell. Und genau, und wenn es geht, dann schlafe ich immer in meinem Schneckenhaus irgendwo in der Ecke, fahre aber auch gerne weiter und genau, bin gerne dann auch weiter unterwegs. Trinke aber auch sehr gerne mit euch am nächsten Morgen einen Kaffee, wenn ihr das möchtet. Ja, also da bin ich jetzt einfach ganz gespannt. Ich gehe jetzt einfach raus ins Universum, was da passiert und bin voller freudiger Erwartung. Genau, wo es mich alles hinziehen wird im kommenden Jahr. Also ab April geht es bei mir los. Und dann ist meistens April und Mai, spiele ich so viele Wohnzimmerkonzerte, dann kommen ganz, ganz viele Festivals, Juni, Juli, August und dann meistens Ende August, September, Oktober ist ganz viel Wohnzimmerkonzert wieder.
Die nächste Frage war, wie machst du das eigentlich mit Duschen und Waschen von Kleidung und so weiter in deinem Bus? Und das hängt mit der Frage von gerade zusammen. Ich spiele ja ganz viele Wohnzimmerkonzerte zum Beispiel, aber auch viel auf Festivals und so. Generell, wenn ich auf Festivals spiele, dann gibt es natürlich dort immer Strom, WLAN, Festivals, wo ich spiele, meistens auch Essen und halt aber auch natürlich Toiletten, Duschen ohne Ende. Und ich wasche, also alle meine Sachen wasche ich mit der Hand, außer ganz selten, wenn ich mal irgendwo bin, wo es eine Waschmaschine gibt und ich genug Zeit habe, einen ganzen riesen Ladung zu trocknen, dann wasche ich auch gerne meine Maschine. Aber genau, ich mache das meistens so, dass also wenn ich jetzt zum Beispiel ein paar Socken habe, dann wasche ich die also wie im Mittelalter im Prinzip mit ein bisschen Seife, Shampoo, irgendwas irgendwo im Bad, irgendwo zum Beispiel im Backstage und stecke mir die in die Tasche. Und wenn ich in meinem Bus bin, dann habe ich oben über meinem Kopf, also ich habe ja einen Hoch, also Stehhöhe, und über meinem Kopf, wenn ich fahre, ist noch ganz viel Platz nach oben. Und da habe ich eine kleine Wäsche. Leine gespannt, hin und her, hin und her, hin und her. Und da hänge ich meine ganzen Höschen, Söckchen und alles auf, Strumpfhosen. Und dann mache ich die Fenster zu. Und dann habe ich nur noch ganz wenig an. Und dann drehe ich die Wärme aufs Allerallerhöchste. Und dann fahren wir mit einer totalen kleinen Sauna durch die Gegend. Und in einer Stunde oder zwei sind meine Socken oben immer trocken. Und ich versuche, dass ich das regelmäßig mache, dass ich immer so zwei, drei kleine Sachen habe, die ich waschen muss. Aber wenn man dann nämlich faul ist und man fängt an, es zu sparen, ja, das mache ich später und hier tue ich die jetzt in den Waschekorb und so, dann hat man irgendwann so einen riesen Sack Sachen, die man waschen muss, die man jetzt wirklich waschen muss. Und es gibt halt keine gute Möglichkeit, das zu trocknen. Und der Bus verträgt auch nicht so viel Feuchtigkeit. Deshalb versuche ich immer, wenn was anfällt, das direkt zu waschen und aufzuhängen. Genau, mit Duschen und so weiter genauso. Also auf den Festivals gibt es ja sowieso immer Duschen und ganz oft gibt es im Backstage von Konzerten auch ganz oft eine Dusche, sehr, sehr oft. Und bei Wohnzimmern sowieso, wenn ich das spiele, dann werde ich auch ganz oft zum Abendessen eingeladen und dann trinke ich morgens dann noch einen Kaffee und dusche und wasche ein paar Sachen und fahre dann weiter. Ja, aber meine große neue Leidenschaft, die ich herausgefunden habe, ist, dass ich jetzt Saunen und Thermalbäder anfahre. Und zwar haben die nämlich einen ganz großen Parkplatz und manchmal stelle ich mich einfach so für die Nacht dahin, aber manchmal gibt es auch so, dass da extra ein Wohnmobilparkplatz ist. Also wenn du in das Thermalbad gehst, dann kaufst du quasi deinen Wohnmobilplatz mit. Und gerade seitdem ich meine Standheizung habe, ist es mein größtes Hobby, eine Sauna oder ein Thermalbad anzufahren, mir dann da abends einen total schönen Abend zu machen. Die kleine Mühe bleibt im Bett liegen und ich gehe rein und wärme mich richtig auf und bade mich und ah, oh, es ist so toll und brutzel ein bisschen in der Sauna und gehe dann nur schlapp, schlapp, schlapp ein paar Schritte, komme in meinen Bus, die macht die Heizung an. Und dann trinken heiße Schokolade, kuscheln mit der Mü. Es gibt eigentlich nichts Schöneres. Und das werde ich auf jeden Fall jetzt wieder anfangen. Also ich ziehe ja im April wieder in den Bus und da wird es auf jeden Fall noch kalt sein. Letztes Jahr im Mai war es noch 0 Grad. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon, dass wenn ich dann in Deutschland bin, dass ich oder in Holland, dass ich dann wieder abends am Wochenende, wenn ich irgendwas so was Gutes tue, dass ich dann ein Thermalbad anfahre und genau, das ist mein kleiner Geheimtipp. Und die letzte Frage war, wo kann man deine Musik kaufen? Genau, und also auf Spotify gibt es bis jetzt zwei Lieder von mir. Alle beide zufällig auf Deutsch, den Regenwurmretter und Silberpapier, ein Lied, was ich für den Hambacher Forst geschrieben habe. Genau, aber ich habe natürlich auch ein Album. Und zwar habe ich das zufällig dabei, das verschenke ich nämlich hier. Und das Album heißt South of Inskipinski. Ich weiß wohl, dass das spiegelverkehrt ist, es tut mir leid. Das bin übrigens nicht ich oder irgendeine kleine satanistische Einstellung, sondern das ist meine Kamera, die macht das automatisch. Keine Ahnung. South of Inskipinski, also wie ihr ja schon wisst, heißt mein Buch, geht es um die Prinzessin von Inskipinski. Und alle, die letzten Videos gesehen haben, wissen, aber ich sage es nochmal ganz kurz, dass Inskipinski also die kleinste Insel der Welt ist.
die so weit im Norden liegt, dass es von dort aus nur nach Süden geht. Und demnach ist südlich von Inskipinski ist eigentlich alles. Alles, egal wo und was, ist immer South of Inskipinski. Und das ist meine CD, die ist also letztes Jahr rausgekommen. Und ich bin ganz zufrieden damit. Die hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stücke. Wobei das letzte Stück der Regenbogenretter ist. Das Silberpapier ist da nicht drauf, dafür ist es zu neu. Ich habe das ganze Artwork selber gemacht. Hier vorne sieht man also meine Löwenmama und den König von Inskipinski, mein Papa. Und die Prinzessin, die Abschied nimmt. Hier hinten ist ihr Geigenkoffer drin. Und die kleine Mühe sitzt und zeigt den Weg, ihr Ohren flattern im Wind. Und ja, eine Eule leitet den Weg. Und das mit der Eule hat auf sich, dass für jedes Lied, was auf der CD ist, habe ich etwas Kleines gemalt, was dazu gehört. So gibt es also deshalb zum Beispiel die Apfelweide. Das ist dieser Baum hier, der also halb Weide, halb Apfelbaum ist. Es gibt nämlich ein Lied darauf, das heißt Bibiaka, dazu möchte ich euch später noch mehr erzählen. Und Bibiaka ist also eine Gottheit, die in einem Apfelbaum wohnt. Deshalb habe ich hier Apfelblüten gemalt. Und im Lied Wölflein, was hier auch drauf ist, da geht es also darum, wir wohnen im Schloss aus Weiden, heißt es ja. Deshalb ist hier ein Weidenbaum. Und hier ist dann mein Schneckenhausschloss. Das habe ich auch immer so an die Tafel gemalt in der Schule. Das sind also meine kleinen Treppen hoch. Und genau, South, das S ist ein kleiner Regenwurm. Oh Gott, das ist schlechte Qualität. Das kann man ja gar nicht sehen. Ihr könnt es euch ja im Internet angucken, wenn es euch interessiert. Da sind bessere Fotos. Ja, und genau, die Lieder sind Companion, Fernweh, Mondflüsschen, Setting Sails, Wölflein, Bibiaka, Heimweh, Miles Ahead und Regenbogenretter. Und ich bin sehr stolz drauf. Ja. Und da drinnen habe ich natürlich auch alles selber designt. Hier seht ihr ein Selbstporträt. Und in der Mitte ist ein kleines Herz aus einem Regenwurm. Und ich bin ja eine Regenwurmretterin. Deshalb ist die kleine Mühe, mein rotes Kleid, was ich immer anhabe. Und meine Geige, meine vielen Haare. Auch das findet ihr im Internet, wenn euch das interessiert, wie das in echt aussieht. Und auf der CD hier seht ihr Wölflein. In der letzten Strophe vom Wölflein-Lied heißt es nämlich: Du säufst so süß im Schlaf, dein Fell duftet nach Rauch. Ich schling mich wie ein Mond, dein Rücken an meinem Bauch. Ich schling mich wie ein Mond, dein Rücken an meinem Und deshalb, weil ich mich eben jede Nacht wie ein Mond um sie schlinge, habe ich sie gemalt, wie sie in einem Mond da drin schläft. Ja, und was hier noch ganz versteckt drin ist, da freue ich mich besonders drüber, Anna, das jemandem zu zeigen, der das Album irgendwo bestellt hat, aber gar nicht genau das entdeckt hat. Hier ist ein kleines Poster in der Seite, und zwar ist hier das Bild von mir und Mü in der Sahara. Übrigens, zu diesem Bild gibt es eine sagenhafte Geschichte, die ich euch mal irgendwann erzählen muss. Und zwar war ich da wirklich in der Sahara, und viele Leute denken, dass das Bild gefaked ist, weil ich barfuß bin. Das stimmt aber nicht. Ich habe mir nämlich fürchterlich die Füße verbrannt für dieses Foto. Und genau, das Poster, und auf der Rückseite ist geschrieben mit einer Schwanenfeder der Text für den Regenwurmretter. Und genau, ich glaube, das kennen ganz viele von euch. Wer das Lied noch nicht kennt, findet das auf Spotify. Also Regenwurm-Retter. Und ja, ich mag den Text sehr. Der geht mir immer sehr nah. Wenn ich den live singe, bin ich immer ganz gerührt. Vor allem, wenn die Leute so schön mitsingen. Habe ich mit einer Schwanenfeder geschrieben, die ich gefunden habe am Wegesrand. Ja, und genau, also wer irgendwie das Album gerne hätte, sich das zu Weihnachten wünscht oder sonst irgendetwas, der findet es natürlich überall. Also das heißt South of Inskipinski, und wie ich heiße, wisst ihr ja. Und so, aber
wer das im Artenschutzprogramm bestellen möchte, also bei meinem lieben Label und bei mir, der bekommt dazu noch diese Aufkleber hier. Ich habe einmal alles in so süßen kleinen Dosen, die habe ich in Amsterdam auf dem Markt gefunden. Das sind so kleine so, Zigarrendosen und hier sind meine Visitenkarten drin. Also das sind einfach drei kleine Aufkleber von demselben Bild von der Sahara. Die sind im Übrigen vegan und umweltfreundlich und gehen deshalb ein kleines bisschen schwer ab. Aber wenn ihr das merkt, dann müsst ihr euch sagen, das ist, weil sie vegan und umweltfreundlich sind und dann freut ihr euch wieder. Genau, die kommen da auch noch dazu und bestimmt, das sage ich jetzt einfach mal, gibt es auch noch diese Postkarte dazu. Das ist genauso wie das Bild von meinem Album, ist das die, das ist die erste Seite von meinem Buch und das Bild von dem Album ist die zweite Seite. Und hier seht ihr nämlich nochmal ganz klein die Insel. Und da seht ihr die kleine Prinzessin, die hat Fernweh und die schaukelt. Und hier ist das Schneckenhausschloss und da ist die kleine Mü. Und da ist der Polarstern. Unter dem Polarstern ist nämlich die Insel. Und hier steht da Greetings from Inskibitzki. Und die ist ganz groß. Das ist ganz viel Platz für einen tollen Brief. Ist aber noch die größtmögliche Postkarte zum Postkartentarif. Ja. So, jetzt habe ich euch ganz schön zugequatscht. Ich habe mir jetzt auch gar keine weiteren Fragen mehr ausgesucht, weil ich dachte, die drei passen so schön zusammen. Ja, die verschenke ich jetzt gleich. Also, wollte ich euch ja erzählen, dass ich in einem Podcast das erzählen wollte. Ich habe also eine ganz besondere Frau kennengelernt. Die ist schon etwas älter, die ist 62. Und ihr Auto steht draußen vor der Tür. Es ist ein ganz kleines gelbes Auto. Und es sieht aus wie ein türkisches Auto, denn es ist ein riesen Packen Sachen oben noch drauf geschnürt. Und diese magische, kleine, liebe Dame fährt jetzt gleich los. Und zwar fährt sie nach Österreich und muss dabei durch 1000 Länder durch. Guckt euch das mal auf der Karte an. Von Syros, also sie nimmt jetzt gleich um 3, 4 Uhr, deshalb bin ich noch wach, damit ich sie wecken kann. Nimmt noch gleich die Fähre und fährt also durch Albanien durch und alles Mögliche. Und das macht sie, weil sie einen Hund hat. Und der Hund wiegt nämlich nicht 6,5 Kilo, sondern 15, glaube ich. Und deshalb nimmt sie das Opfer gerne auf sich, dass sie durch diese ganzen Länder durchfährt. Und ich finde sie wahnsinnig cool und wahnsinnig mutig. Und da möchte ich ihr gleich noch als kleines Geschenk die CD noch in die Hand drücken, damit sie das auf der Fahrt hören kann. Sie wird also 4 Tage unterwegs sein. Und deshalb wollte ich jetzt gerade noch ganz schnell das Video für euch drehen, damit ich ihr die gleich geben kann. Genau, deshalb das jetzt zu dieser Zeit. Ich habe heute so coole Leute kennengelernt. Ich habe erstens meinen ersten griechischen Salat heute gegessen hier auf der Insel und der war so lecker. Oh mein Gott, die Gurken. Soll ich? Was habt ihr gesagt, was das heißt, wenn man vor der Kamera isst? Mukbang. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was das heißt, aber soll ich mal einen richtig guten griechischen Salat machen und euch das zeigen, wie das geht? Und den dann mit euch zusammen verspeisen? Soll ich das mal machen? Der war auf jeden Fall unfassbar lecker, weil die Gurken hier, die haben so eine krass geile Konsistenz und das Olivenöl, da muss ich ja gar nicht von anfangen. Ja, und das war toll. Und dann habe ich heute noch zwei, drei Musiker von der Insel kennengelernt. Die Insel ist ja relativ klein. Und ja, es freut mich sehr, dass jemand mir die vorgestellt hat, weil meistens lerne ich diese tollen Leute immer erst in der letzten Woche kennen, wenn ich irgendwo bin. So war das beispielsweise, als ich in Griechenland gewohnt habe. Dass ich dann in der letzten Woche die richtig coolen Leute kennengelernt habe und man sich so dann sagt, warum habe ich dich nicht eher kennengelernt und morgen muss ich fahren und so. Und ja, jetzt habe ich sie aber jetzt schon kennengelernt, an meinem dritten Tag, richtig toll. Und einer hat mir so eine witzige Geschichte erzählt, der heißt Dimitri. Und der hat gesagt, also er hat gesagt, ich muss aufpassen mit dem Moped, weil hier doch schon manchmal kontrolliert wird, weil ich habe ja keinen Moped-Führerschein.
Während die Frau gesagt hat, fahr einfach los, es wird nichts passieren. Aber sie ist ja auch cool und fährt nach Österreich einfach so durch Albanien durch mit ihrem kleinen gelben türkischen Auto. Und er hat gesagt, ich muss halt schon aufpassen. Und dann meint er hat aber auch so ein Gesicht dafür, dass er oft angehalten wird. Und er sieht halt schon sehr ernst aus, hat so sehr dicke Augenbrauen und so ein Bart und sowas. Und dann hat er erzählt, er wurde angehalten und die haben direkt eine Drogenkontrolle gemacht. Und dann haben sie gesagt, wir haben auch gehört, dass du Drogen zu Hause hast und das möchten wir gerne überprüfen. Also er war mit dem Motorrad unterwegs und dann hat er gesagt, das stimmt gar nicht. Ich weiß, dass euch das jemand gesagt hat und ich weiß auch, wer es war. Und das war so ein Typ, der hieß Nikos. Und da meinte der Polizist, nein, das stimmt nicht, Nikos hat mir das gar nicht gesagt. Und dann meinte Dimitri, doch, du trinkst jeden Morgen einen Kaffee mit Nikos in deinem Polizeibüro, das weiß doch jeder. Und es ist wohl so, dass Nikos irgendwie der größte Dealer der Insel ist und halt aber mega, mega freundlich mit der Polizei ist und da voll den Freundschaftsbond hat, damit er halt immer voll das Unschuldslamm ist. Und ich habe heute auch gelernt, dass die beste Möglichkeit, sich selbst vor Drogenkontrollen und so weiter zu schützen, ist, wenn du erzählst, dass alle anderen das und jedes verticken. Richtig lustig. Und dann hat er wollte die Polizei zu ihm mit nach Hause, aber hatte nicht genug Petrol, Benzin, Sprit im Tank und konnte halt nicht zu ihm mit nach Hause, um sein Haus nach Drogen zu untersuchen. Und er hat dann gesagt, wartet, ich fahre kurz mit meinem Motorrad nach Hause und hole mein Auto und ich komme euch abholen, damit ihr wieder zu mir nach Hause fahren könnt, um mein Haus zu durchsuchen. Also für uns mega die weirde Geschichte, weil niemand würde ja, also niemand, aber es ist halt so klein, dass die kennen ja halt alle beim Vornamen und so und da wäre halt nicht gut davon gekommen, wenn er einfach weggefahren wäre. Ne? Also er ist dann nach Hause gefahren, die Polizei da warten lassen, ist irgendwie die 10, 15 Minuten nach Hause, hat sein Auto geholt, hat die Polizei abgeholt und wieder zu sich nach Hause gefahren, damit die sein Haus durchsuchen können. Und die haben halt nichts gefunden. Und dann hat er ihnen noch gesagt, dass Nikos der ist, der die Drogen hat. Also er hat einfach wieder zurückgepetzt. So macht man das ja anscheinend. Und die haben sich sehr bedankt für den guten Tipp und sind halt wieder abgezogen, mussten aber erst wieder von ihm zu ihrem Polizeiauto gebracht werden. Und das, genau, das mit dem Sprit, das habe ich mir sagen lassen, ist, dass die Polizisten nur eine sehr kleine eingeplante Route haben jeden Tag, weil denen die Zuschüsse von dem Staat so gekürzt wurden nach der Krise. Das heißt, die haben nicht das Geld, um voll die Umwege zu fahren, wollten sie aber gerne. Und ich fand die Geschichte so lustig, dieses Hin- und Hergepetze von er hat die Drogen, nein, er hat sie und dass die Polizei gerne sein Haus durchsuchen möchte, aber nicht dorthin kommt und abgeholt werden muss. Ich habe mich kaputt gelacht. Ich finde das so lustig. Ja, Leute. Nächstes Mal, wenn ich ein Video mache, nehme ich euch wieder mit raus. Dann nehme ich euch irgendwo mit hin zu den Villen oder sowas. Und dann zeige ich euch ein bisschen was. Ich habe keine Lust, so wilde Schnitte zu machen und sowas. Dann, genau, habe ich mehr Freude so an kleinen Fotos, die brauche ich nicht so viel Zeit, um die zu bearbeiten. Und genau, aber wie gesagt, ihr wisst ja, wo ihr richtige Eindrücke bekommen, finden könnt. Ja, ich hoffe, ihr fandet das Video auch trotzdem interessant, auch wenn es jetzt keine magische Szene hinter mir war oder irgendwie ich total irgendwie am Durchdrehen bin, sondern ich bin einfach nur glücklich und ruhig und entspannt und beantworte drei Fragen, ganz langweilig. aber das gehört auch dazu. Ich freue mich immer sehr über eure Kommentare. Bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen sind die wirklich furchtbar, furchtbar lieb und nett. Und ja, ich war heute ein bisschen gerührt. Ich habe gelesen von jemand, der geschrieben hat. Ja, wenn du das hier hörst, du, ja, du weißt bestimmt, wer du bist. Hat jemand geschrieben, dass es ihn sehr freut, meine Videos zu gucken. Also es war eine Frau, weil sie wohl krank ist und zu Hause sitzt und sich deshalb darüber sehr freut, mitgenommen zu werden. Und das hat mich sehr, sehr gerührt. Die Idee, dass ich mich so freue. Ich fühle mich so im Leben so sehr beschenkt. Also ich auf eine Weise, das wisst ihr ja von meinem Podcast, fühle ich mich so ganz, ganz arm und klein. Aber auf eine andere Weise fühle ich mich so mega reich und beschenkt so und
freue mich so und denke, womit habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient? Womit habe ich diesen Ausblick verdient? So und womit habe ich dieses kleine grüne Moped verdient? Und den Esel und so. Und es freut mich so sehr, wenn ich als Dankeschön irgendwie in den großen Kreislauf des Lebens irgendwie euch da was zurückschicken kann und euch mitnehmen kann und euch das Glück, was ich hier empfangen darf, irgendwie da reinzuschicken und das zu euch rüber zu beamen. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich mich das macht. Ja, und vielen Dank für die vielen lieben Nachrichten, die ich kriege und die überaus süßen Kommentare. Ich lese alle Kommentare lese ich und freue mich über jeden einzelnen. Jedes Mal, wenn es Pling macht und ich sehe einen neuen Kommentar, dann wächst ein großes Lächeln auf meinem Gesicht. Und ja, so viele Fragen habe ich nicht mehr. Wenn ihr möchtet, dass diese Eternal Question-Reihe weitergeht, ihr wisst, was zu tun ist. Ich küsse euch auf eure Augen und ich hoffe, ihr seid glücklich und ich hoffe, euch geht's gut. Und ich hoffe, die Sonne strahlt für euch und ich hoffe, ihr könnt Schönheit in den Sternen sehen. Und ich denke an euch. Ich denke an euch sehr doll und ich schicke euch Liebe.